Hallo, ich bin Caroline Dickmann, ich bin 20 Jahre und komme aus Bottrop. Ich bin Robin Breuker, 18 Jahre alt und komme aus Dienstlaken. Und in welcher Stelle bist du gerade eingesetzt? Ich bin im Moment in Förde eingesetzt. Und gefällt es dir jetzt so in den ersten Tagen? Ja, ist viel Neues, aber ich finde es gut. Also mittlerweile kann ich auch schon die gröbsten Sachen am Schalter, die immer auf einen zukommen. Du hast ja auch eine Patin oder wir haben auch eine Patin zugewiesen bekommen. Fandest du das gut? Vor allem in den ersten Tagen? Leider war meine Patin jetzt die ersten Tage im Urlaub, aber dafür hatte ich andere Auszubildende aus dem dritten Layer, die dann immer an meiner Seite waren und mir geholfen haben. Bei dir, wie war es mit deiner Patin? Ja, fand ich, war ganz cool. Da hatte man am Anfang immer so jemanden, der einen unterstützt hat, der man die fünfte Frage nochmal stellen konnte, wie heißt hier, und man Namen nicht aussprechen konnte, Telefonnummern, einfach die mit Fragen zu bombardieren. Ja. Ungefähr. Wie lief dein Start in deiner Bankstelle? Ja, es war ganz cool. Die Leute sind halt alle super nett. Die kommen erstmal direkt alle auf einen zu, fragen halt dann, wer man ist und quatschen dann kurz mit einem. Ja, und hast du dich oft beworben oder hattest du auch so eine glückliche Bewerbung? Ja, ich habe mich an drei anderen Stellen beworben, aber die Antwort hier kam zuerst und dann habe ich mich auch direkt bei allen anderen, also habe ich abgesagt. Ja, hattest du denn vorher vor, irgendwas anderes zu machen? Ich habe vorher angefangen zu studieren, aber da habe ich gemerkt, ja, das ist nicht sowas für mich. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal Bankkauffrau. Es hat mich halt alles interessiert mit dem Geld und Krediten und sowas. Wie bist du drauf gekommen? Mich hat es immer interessiert, meine eigenen Finanzen zu regeln, davon mehr Plan zu haben und generell Zahlen im Allgemeinen haben mich immer fasziniert. Und dann wollte ich erst Mathe studieren, aber ich habe mich dann doch für den Beruf bei der Bank entschieden und habe dann mein Praktikum gemacht und habe mich dann beworben. Wie lief das Bewerbungsverfahren bei dir ab? Ich hatte nur ein Bewerbungsgespräch und danach so einen kleinen Test mit einem Diktat und eine E-Mail zu schreiben. Bei dir? Ja, war bei mir auch zum Glück ganz entspannt. Als ich gehört habe, dass die anderen das Assessment Center gemacht haben, habe ich gedacht, hast ja Glück gehabt. Ja. Ich glaube, das kriegt man auch hin. Ja, auf jeden Fall.